Ein Slum in West-Delhi. Für viele Einwohner ist das Leben hier noch härter geworden, seitdem es immer mehr Fälle von Dengue-Fieber gibt und von der tropischen Infektionskrankheit Chikungunya. Die Viruserkrankungen werden von Stechmücken übertragen, die sich in den unhygienischen Zuständen ausbreiten, in den Wasserbehältern, überall. Im Slum leben Zehntausende Wanderarbeiter. Sie arbeiten in den nahegelegenen Fabriken. Golu Kumar Paschwan ist einer von ihnen. Der 18-Jährige leidet an schweren Gelenkschmerzen, Fieber und Müdigkeit. Eindeutige Symptome der Tropenkrankheit Chikungunya. Normalerweise erhalten Patienten Schmerztabletten und brauchen viel Ruhe. Ich hatte eine Woche lang hohes Fieber. Ich konnte nicht zur Arbeit gehen. Meine Firma zahlt nichts, wenn ich nicht erscheine. Ich habe also kein Einkommen. Das macht alles noch viel schwerer. Viele Inder sind so krank wie Golu. In der Stadt Mayapuri, einem Industriezentrum, gibt es tausende Firmen. Sie alle leiden unter Produktionsausfällen. Diese Fabrik stellt feuersichere Türen her. Fast 15% der Mitarbeiter fehlen. Viele spezialisierte Schnittmaschinen können nicht bedient werden, weil Facharbeiter krank sind. Und die gesunden Mitarbeiter müssen Überstunden schieben. Der Fabrikbesitzer Neeraj Segal sagt, dass er die Bestellungen kaum abarbeiten kann. Wir sind ein kleines Unternehmen, wir haben keine Reservepläne. Wir leiden wie alle Firmen unter den krankheitsbedingten Ausfällen. Die Produktion hinkt hinterher und der Gewinn schrumpft. Der Ausbruch der Krankheiten hat auch Neu-Delhis Wirtschaft stark getroffen. Die Baustellen auf den Straßen bleiben leer, Infrastrukturmaßnahmen stocken, weil die Mitarbeiter krank zu Hause sind. Die Krankenhäuser dagegen sind schon jetzt überfüllt. Diese Klinik im Südwesten der Stadt behandelt jeden Tag 40 Menschen mit Viruserkrankungen. Diese Krankheiten sind zu Epidemien geworden. In jedem Haus gibt es Infizierte. Es gibt Familien mit drei Kindern, alle sind krank. Denn die Moskitos kommen in den Morgenstunden und stechen, wenn alle schlafen. Die Moskitos übertragen Viren sehr schnell. Die Verwaltung in Neu-Delhi hat viel zu langsam reagiert, sagen Kritiker. Nach ihrer Ansicht hat sie die Gesundheitskrise von Anfang an unterschätzt. Derweil kommen immer weniger Mitarbeiter zur Arbeit. Die Regierung muss den Ausbruch unter Kontrolle bringen, damit die Menschen gesund werden und sich die Wirtschaft in Indien wieder erholt.